Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Mafia 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's weiter mit Lincoln Clay und wir reden mit Birko Donnelly. Wir sind auf dem besten Weg zu Mercano. Ganz schön weit weg von Point Verdun, oder Bär? Hab beschlossen, mich umzuorientieren. Nicht mehr viel zu holen für mich in dem Laden. Und was läuft jetzt so? Psychoaktive Narkotika. Hab gehört, das beste Zeug kommt aus Frisco. PCP. Und es schädigt mein Geschäft. Okay. Und wo ist sein Labor? Keine Ahnung. Aber vor einer Weile hat Miss Olivia Marcano einen Spitzenchemiker namens Bobby Bastian engagiert. Der hat ihren Laden so aufgerüstet, dass kleine Hersteller nicht mehr mithalten können. Die haben sogar Taxis, die das Zeug ausliefern. Ich muss zu Bastians Dealern. Vielleicht verraten sie ihn. Dann hätte ich was gegen ihn in der Hand. Es kommt noch dicker. Miss Marcano soll noch ein paar Studierte aus San Francisco geholt haben. Wenn du sie alle machst, steckt Bobby Bastian ganz schön in der Scheiße. Misch einen von Bastians Jungs auf, vielleicht erzählt er dir dann ja was Brauchbares. Was passiert hier denn? Was macht die Alte denn? Zieht die hier eine Leine oder was ist hier? Boah, krass! Wie bist du denn drauf, Mädchen? Meine Güte. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal für eure Likes und eure Comments im Voraus. Ganz lieben Dank, dass ihr das Projekt so schön unterstützt. Euer Transact wie immer für euch am Mike. Oh, Verzeihung. Achtung. Was hast du gesagt? Raus! Ja. Heute auf Akro-Tour hier. So, machen wir unseren Schlitten rein und auf geht's. So, mal eben schauen. Wir müssen. Was haben wir hier? Befrage Bobby Steeler, Frisco Fields. Das ist ja gleich um die Ecke. Sehr schön. Rechts. Ui, ui, bloß kein Umfahren, dann habe ich gleich wieder die Polizei am Hacken. Ui. Oh, kein Umfahren. Nun geh doch mal zur Seite, Omi. Ich will dich nicht umfahren. Eieieiei. So, da haben wir. Okay. Wie sieht das aus? Ich habe 5-mal Heilung. Da kommt noch einer. Die traurige Wahrheit ist, das ganze Unternehmen geht den Bach runter, wenn die das Zeug legalisieren. Da ist noch einer, der könnte Polizei rufen. Werden diese Regierungsaffen in Washington einen Weg finden, das Zeug zu besteuern? Und dann sind Chief und ich und sogar Mr. Marcano. Geh woanders hin, ja? Zwing mich nicht, die Jungs. Ich halte mich da lieber raus. Vater unser, der du bist im Himmel. Ja, wir haben Probleme. Hab ihn! Hier schön! Wow. Nein! Ach, Schiete. Schiete. Auf die brutale Art hat es nicht geklappt. Diese langen Ladezeiten für so ein eine billige Szene, also 14 Dollar verloren. Das ist in Ordnung. Da kann ich mit leben.
Okay, nochmal das Ganze. Ach, Mann. Da ich ja eh kaum noch Geld dabei hatte, ist das auch nicht ganz so dramatisch. Da ist eine schusssichere Weste. Ach, egal. Wir schaffen das auch ohne. So ein Mistmensch, dass der Idiot immer weg... da irgendwie anders ran an die Geschichte, verdammter Mist. Ich habe das Labor noch nicht mal von innen gesehen, trotz der ganzen Schlägertypen und Chemiker, die sie rangekarrt haben. Den kann man auch gleich noch mal eben. Das große dunkle Geheimnis, über das niemand spricht. Das ist richtig gespenstisch. Gar nicht verflucht. Sieh mal, Olivia ist genauso eine Halsabschneiderin wie jeder andere in der Mafia. Glaub's mir. Und wenn ich sage, du solltest nicht... So. Da sind 1, 2, 3. Schön ruhig, genau wie ich's mag. Die rufen gleich die Polizei, wenn ich hier anfange zu schießen. Hä? Zum Kotzen. Machen wir das mir gleich besser, so. Was Bobby Bastian so am Laufen hat. Wir haben die Drogen per Taxi durch die Stadt transportiert. So geht's auch. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Boss die Einnahmen in der Taxizentrale aufbewahrt. Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. Ich mach dich alle, Junge. Ja, oh. Das werden immer. Nimm das, Arschgesicht. Schnell weg. So. Lass rein. So. Da holen wir uns ein neues Auto. So, Heilung. Mal eben schnell ein neues Auto holen hier. Ich bin Frisco Fierce und ich brauche was Neues zum Fahren. Ich bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Machen wir das auf die Weise. Hier ist dein Wagen, Boss. Ja, danke dir. Du gehst zur Seite. So, auf zur nächsten Mission. Ja, ich töte den jetzt nicht, denn habe ich gleich wieder Polizei am Hacken. Oi. Komm ich darüber? Nee. So.
Eieiei, da ist ja richtig was los. Taxizentrale ausrauben. Oh, alles abgeschottet. Das ganze Land bis da drüben hin gehörte zu Opas Plantage. Ach, da ist noch ein... Den kann man noch mal eben klar machen. So. Verkauf dich genauso gut wie alles andere. Leute, die Geld haben, kaufen, was sie wollen. Wenn wir es nicht machen, du teilen. Eieieiei. Ein Unbeteiligter. Das geht bestimmt wieder in die Hose. Oh, sind das viele. Ich hab nur gesagt, falsche Richtung, Hasi. Diese Stadt geht gerade voll in den Arsch. Scheiße, das ist nicht gut. Oh, sind das viele. Krass. Da ist ein Wachposten. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. So, da kommt nur der eine jetzt. Das ist gut. Ich muss dich bitten zu gehen. Oh oh. Das war knapp. Super knapp, würde ich sagen. Da genau dahinter steht auch noch einer. Ah, hey, Kumpel, hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Wer will mitkommen? Ist der besoffen? Zack, der nächste. Oh, jetzt wird das auch noch hell. Schiete. Da ist erstmal keiner mehr. Okay. Da ist einer. Waffenschrank, sehr schön. Ach, der ist da drüben. Oh oh. Der kommt hier rüber. Kommt nicht. So, schon mal eine andere Wumme holen, oder? Ne, wir nehmen mal diese hier ruhig. Da. Da hinten ist noch einer. Guckt da oben. Oh, sind das viele, das gibt's ja gar nicht. Da ist noch einer.
Da kommt einer. Oh, die sind alle so dicht aneinander. Sieht der mich? Vielleicht kommt der her. Halt die Fresse. Der hat mich gesehen. Sehr schön. Ja, jetzt kommt er. Komm raus! Lass uns spielen! Sauber, der kommt. Sehr schön. Wo liegt der? Da in der Ecke, okay. Die sitzen da alle, die sind harmlos. So. Wie kriege ich den mal hierher, dass der hier mal herguckt? Der guckt hier genau her, wieso kommt der hier nicht her? Sagt er dem anderen Bescheid? Ich gehe mal hier raus. Da kann ich nicht. Ne, kann ich nicht durch. Schiete. Geh mal außen rum. Da ist ein Waffenschrank. Ich bin fast durch mit dem Buch. Wenn die da ein paar kleine Läden reinsetzen. Ich weiß, der Stadtrat will es als reines Wohngebiet ausweisen. So, hier haben wir erstmal eine Kassette. Ich habe ihn nur gebeten, im Laden ein Pistolen zu holen. Lange hat er gebraucht. Sehr schön. Du redest mit dir selbst. Ich höre jedenfalls nichts. Okay, jetzt holen wir uns den da hinten. Guck hier mal rüber. Das gibt's doch gar nicht. Wie blöd ist der denn? Das sieht der nicht. Ich gehe da jetzt hinter. Das kann nichts doch, Gutes komm. Heißen. Genau so ist das. Komm mal her, Boy. So, der nächste bitte. Ist da jemand? Was hat der Krach zu bedeuten? So, der nächste. So, jetzt haben wir den noch. Bin ich bescheuert? Das mit dem Reifen ist so genial. Schön alle nacheinander. Komm her, Boy. Es wird Zeit. Voll die Leichenhalle hier. Okay, Wachposten. Da müssen wir aufpassen. Echte Pollocks da. Hingen einfach in der Kneipe. Das ist keiner. Er hat bestimmt nicht einen einzigen berühmten Maler. Aber er hätte die Werke. Oh, der sitzt geschützt, der blöde Wachposten. Ich
muss erst den da hinten klar machen. Was? Ich habe sicher etwas gehört. Wer kommt jetzt? Der kommt. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Dreck. Hätte das. So, der nächste bitte. Oh, Scheiße, das klingt. Sauber. So. Bitte nicht töten. Bitte. Bitte. Sauber. Das haben wir geschafft. Sehr nice und schnell sehen, dass wir jetzt die Fliege machen. Tschüssikowski. So, die haben wir ausgeraubt. Sehr schön. Da holen wir uns mal das Auto her. Alle nacheinander hier weggeflext. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Jawohl, wir lassen ihn auch schon mal warm laufen, meine Lieben. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs freundliche Zuschauen. Und wünsche euch noch eine super schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Tschüssikowski.